Ökonomie ist ja eigentlich gar nicht negativ belastet. Wirtschaftliches Handeln, wirtschaftliches Denken, könnte man sagen, ist ein Faktum der menschlichen Vernunft. Denn spätestens bei der Frage der Zeit, die 24 Stunden, die wir am Tag haben, dieses knappe Gut muss irgendwie aufgeteilt werden für bestimmte Ziele, die wir uns für diesen Tag vornehmen. Und eine Entscheidung für eine Zeitverwendung schließt die Zeitverwendung für andere Zwecke aus. Also mit knappen Mitteln umzugehen, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen, das ist gleich Alltagshandeln und ist gar nichts Besonderes. Und insofern können die Ökonomen ja sagen, wirtschaftliches Handeln ist eigentlich nur vernünftiges Handeln. Also wieso kann dann die Gesundheitsökonomie, also die wirtschaftliche Orientierung des Gesundheitswesens, eine politische Sackgasse sein? Allein deshalb, weil es gar nicht um Ökonomie geht, sondern um Kommerz, also um Markt. Und die Marktsteuerung ist sicher etwas anderes als ohne weiteres vernünftiges Handeln. Das kann vernünftiges Handeln sein, aber unter sehr eingeschränkten Bedingungen, dass also wirklich ein Wettbewerb herrscht, der keinen benachteiligt, sodass also Partner und Partnerinnen auf dem Markt auf gleicher Augenhöhe verhandeln und die Verhandlungsposition beider wirklich gleich ist, equal ist. Wenn das nicht der Fall ist, und das hängt nicht vom Markt ab, sondern es hängt natürlich auch von den Umständen ab, unter denen der Markt funktioniert. In einer patriarchalen Gesellschaft ist es völlig klar, dass der Markt nur patriarchal funktioniert. Und dann ist der Kommerz nicht mehr einfach in vernünftiges Handeln. Oder in einer Gesellschaft, in der der gesamte Gesundheitsbereich für Frauen zuständig gemacht worden ist durch die Männer, die das zu sagen hatten, ist das natürlich auch eher Kommerz unter diesen schieflastigen, unter asymmetrischen Bedingungen, als das vernünftige Handeln, was man sonst bei wirtschaftlichem Handeln unterstellt. Das ist das eine. Das andere ist, wenn also die Ökonomen oder auch die Marktsteuernden der Meinung sind, dass alle gesellschaftlichen Bereiche, Familie, Bildung, Gesundheit, den Marktgesetzen unterworfen, wie auch immer dieser Markt funktioniert, diesen Marktgesetzen unterworfen werden müssen, ist das, was man so ökonomischen Imperialismus nennt oder kommerziellen Imperialismus. Das ist die erste Antwort, weshalb also wir in eine politische Sackgasse geraten, wenn wir also Gesundheitsökonomie als Ziel ansehen. Die zweite Sackgasse kommt einfach von der Gesundheit selbst her. Gesundheit unser höchstes Gut. Das ist überhaupt nicht in Frage gestellt. Aber das geht ja gar nicht. Alle Dinge dieser Welt sind relativ. Und also ich als Christ und als Jesuit kann sagen, es gibt nur ein höchstes Gut. Ich würde das Gott nennen, aber andere können das natürlich auch anders bezeichnen. Der Marxismus hat sicher, oder die Marxisten haben sicher, wenn sie nicht an Gott glauben oder wenn sie als Atheisten sich äußern, haben sie andere Dinge, die viel wichtiger sind als ihre Gesundheit. Und ein großer Teil auch unserer Manager oder vermutlich auch der in Zukunft Karriere bewussten Frauen ruinieren ihre Gesundheit aus Karrieregründen. Sie ruinieren ihre Gesundheit um ihre Kinder willen. Oder sie ruinieren ihre Gesundheit, ja, weil sie andere Ziele viel höher einschätzen als die Gesundheit. Also Gesundheit, das höchste Gut, ist eigentlich unsinnig und ist widersprüchlich. Das kann es gar nicht sein. Es ist ein Mittel, sicher, das will ich gleich nochmal sagen, es ist auch nicht einfach eine Ware wie ein Auto oder wie ein Kühlschrank. Aber höchstes Gut, das geht gar nicht. Und das Dritte, wenn das so ist, dass also von der Situation des Kommerzes her es schon fragwürdig ist, die Gesundheit oder das gesamte Gesundheitswesen, das war ja mal die politische Zielsetzung, weil der Staat schwach ist und die Privatwirtschaft immer besser, dass also auch die Dinge, die an sich dem öffentlichen Sektor zugewiesen waren, Bildung und Gesundheit, jetzt in zunehmendem Maße vermarktet werden sollen. Das war eine politische Entscheidung. Die hat angefangen mit der Entscheidung unter Blüm, die Pflegeversicherung eben halt für den privaten Markt zu öffnen.
Und dann ging das natürlich rasant auch in den gesamten Krankenhausbereich, in den Sozialbereich und vor allen Dingen auch in die Sozialstationen und das, was also die Kirchen bisher angeboten hatten an Gesundheitsdiensten. Deshalb würde ich sagen, der dritte Punkt, weshalb das Ganze eine politische Sackgasse wird, weil es gibt gesellschaftliche Risiken, für die die Einzelnen gar nicht verantwortlich sind, wenn es sie trifft. Das sind traditionellerweise Arbeitslosigkeit, Armut im Alter und schwere Krankheit, die beruflich bedingt war. Diese drei Risiken hat man immer als gesellschaftliche Risiken angesehen. Und deshalb werden sie auch nicht privat, normalerweise nicht privat versichert, sondern solidarisch. Weil wenn ich die Einzelnen nicht dafür verantwortlich machen kann, allerdings ist die öffentliche Meinung inzwischen der Meinung, dass also Benachteiligung in Bildungsfragen den Einzelnen, die eben faul sind, faule Säcke sind, oder die Arbeitslosen sind faule Säcke, also sind sie selbst dafür verantwortlich, dass sie arbeitslos sind. Das ist seit der Agenda 2010 praktisch allgemeingut geworden. Vielleicht auch vorher schon. In Baden-Württemberg auf jeden Fall. Wir sind fleißig und die anderen sind alles faule Säcke. Das ist jetzt im Wettbewerbsföderalismus, wird das jetzt auf Länder auch übertragen. Und auf europäischer Ebene ist es genauso, die Griechen sind faule Säcke und wir sind die Leistung, wir sind die Musterknaben. Wir kriegten eigentlich den Nobelpreis und nicht Europa als Ganzes. Also, gesellschaftliche Risiken wurden privatisiert. In der öffentlichen Meinung, durch Propaganda und am Ende auch durch politische Entscheidungen. Man hat die solidarischen Sicherungssysteme runtergefahren, demontiert und hat gleichzeitig einen Appell an die private Vorsorge gerichtet. Das gilt für diese traditionellen drei Risiken. Und ich bin der Meinung, ein gesellschaftliches Risiko ist auch, zum weiblichen Geschlecht zu gehören, in einer patriarchalen Gesellschaft. Deshalb kann man nicht sagen, Mädels, strengt euch doch an, das stand mal in der Zeit, nur Mut, Frauen. Also die Individualisierung eines gesellschaftlichen Risikos. Und das geht halt nicht. Das heißt, Gesundheit, Bildung und möglicherweise auch die Benachteiligung der Frauen sind auf der einen Seite gesellschaftliche Risiken und können auch nur durch eine solidarische Steuerungsform halbwegs ausgeglichen werden. Also der Appell an den Markt hilft da gar nicht weiter. Und Gesundheitsökonomie ist meiner Meinung nach völlig falscher Weg, da also eine Parität oder jedenfalls ein Gleichgewicht herzustellen. Gesundheit ist ein öffentliches Gut, Bildung auch. Und ich denke mal, der Wert in einer demokratischen Gesellschaft, wie Männer und Frauen behandelt werden, ist auch ein öffentliches Gut. So, das wären also die ersten drei Antworten auf die Frage, ist der Gesundheitsökonomie nicht eine politische Sackgasse? Man sieht das ja auch, wie jetzt inzwischen in Krankenhäusern und auch in vielen Gesundheitsstationen diese ökonomische und auch kommerzielle Ausrichtung des Gesundheitswesens Wirkung erzielt hat. Man geht davon aus, dass der mündige, das ist der vierte Punkt, der mündige Kunde ist gleichsam der Partner der Gesundheitsanbieter oder derjenigen, die Gesundheitsdienste anbieten. Nicht der kranke Patient, der mündige Kunde, der kann sich über das Internet kundig machen, an welcher Krankheit er leidet und kann dann auch die entsprechenden Dienste einfordern. Also er steht dem Arzt oder dem gesamten Krankenhauswesen, steht er gleichsam auf gleicher Augenhöhe gegenüber. Er betrachtet seine Gesundheit auch als ein Gut wie jedes andere. Also natürlich im Rang der Bedürfnisse geht es also nicht mehr um Brot und Rosen, also Brot und Butter. Nee, es geht also einfach, dass das die Nahrungsmittel und die Kleidung und die Wohnung, das sind eher, würde ich mal sagen, so die Grundbedürfnisse. Und dann mit höherem Lebensstandard erreicht das Gut Gesundheit natürlich auch einen höheren Rang. Aber es bleibt im Grunde ein Gut, das man gegen andere Güter abwägend beurteilt und dementsprechend handelt. Also Gesundheitsdienste werden auch einem Kosten-Nutzen-Vergleich unterworfen. Was bringt es mir, dass ich jetzt also Gesundheitsdienste nachfrage und was muss ich dafür einsetzen? Und entsprechend genau dieser Kosten, dieser ökonomischen
Nutzen-Kosten-Analyse werden auch Gesundheitsgüter behandelt. Ganz souverän, vom Einzelnen her, völlig individualisiert. Tatsächlich gehen die Menschen ja durch völlig irrational mit ihrer Gesundheit um. Es gibt eine Anekdote, ein Mann kommt, der von einem Insektenstich getroffen ist, lebensgefährlich, kommt zum Arzt, er wird behandelt, er wird geheilt und dann fragt er, was muss ich ihm geben? Dann sagt er, geben Sie mir 10% von dem, was Sie mir hätten geben wollen, als Sie noch in Lebensgefahr standen. Also wenn wir gesund sind, ist uns die Gesundheit nichts wert. Sobald wir also das kleinste Wehwehchen haben, schreien wir auf. Also eine ziemlich menschlich verständliche Art und Weise, mit dem Gesundheitsgut umzugehen. Eine fünfte Bemerkung. Was bedeutet das, Krankenhäuser und andere Gesundheitsdienste dem ökonomischen oder dem kommerziellen Prinzip auszuliefern? Ärzte, Krankenkassen, Ärztinnen sollen sich mit bestimmten speziellen Leistungsangeboten profilieren. Also ein Krankenhaus hat eine besonders gute gynäkologische Station. Ein anderes, eine Krebsstation. Ein drittes sagt, wir spezialisieren uns auf die Dinge, die praktisch fallpauschal abgerechnet werden können, wo also keine multimorbiden Leute hier uns belästigen. Das ist natürlich besonders rentabel. Und einige private Kliniken haben sich auch darauf spezialisiert. Was wird am meisten nachgefragt und was kann also routinemäßig auch abgewickelt werden? Das ist eine. Also Krankenhäuser sollen im Wettbewerb stehen mit anderen. Dann sollen sie versuchen, einen privaten Gesundheitsmarkt aufzubauen. Und ein privater Gesundheitsmarkt ist ein Markt, wo also Leute mit Kaufkraft, mit hoher Kaufkraft, und auch entsprechend leistungsfähig, wo Krankheitskosten nicht allzu viel ausmachen, diese Gesundheitsdienste nachfragen. Und solche privaten Krankenhäuser können natürlich auch die entsprechenden Löhne zahlen. Zahlen sie auch. Jedenfalls in den Bereichen, wo also diese Gesundheitsleistungen entsprechend von der Kaufkraft auch belohnt werden. Natürlich lagern die auch aus, wie das die kirchlichen Krankenhäuser machen oder der öffentliche Dienst das macht. Im unteren Bereich wird ausgelagert, entsprechend dem Ratschlag der Unternehmensberatungen, die sagen, die Führungskräfte sind wertschöpfend. Im unteren Bereich, die vernichten nur Werte, also da muss man Personal abbauen, da muss man Kosten senken und möglicherweise auch das einfach ablagern oder woanders hin auslagern. Das Ziel also besteht ja doch darin, dass also höhere Rentabilität erzielt wird. Der Einwand gegen diese Gesundheitsökonomie heißt natürlich, dass Gesundheit eben keine Ware ist wie jede andere, weil sie so stark mit der Person des Menschen verbunden ist wie die Arbeit. Die Arbeit kann auch nicht als Ware einfach angesehen werden, weil der Arbeitgeber will ja nicht irgendein Stück von diesem Arbeitnehmer, sondern der will die gesamte Arbeitskraft, der will über das Arbeitsvermögen verfügen und muss natürlich dann auch über die Person verfügen. Und wer also seine Arbeitskraft anbietet, einem Arbeitgeber, muss praktisch sich einem fremden Willen unterwerfen und muss sich auch gesamt, als Ganzer, als Mensch, dem zur Verfügung stellen. Diese Besonderheit der Gesundheit bedeutet natürlich auch, dass zwischen demjenigen, der über die Kompetenz verfügt, Menschen zu heilen, oder einer Frau, die über diese Kompetenz verfügt, eine persönliche Beziehung eingehen muss zu dem, der also jetzt dieses Gesundheitsgut erwartet. Also ohne diese persönliche Beziehung, was man gegenwärtig im Krankenhaus ja suchen muss, weil also das scheint also das große Defizit zu sein aller Krankenhäuser, ob sie nun also voll kommerziell orientiert sind oder nicht, oder einfach durch die Personalknappheit zu diesem Stress gezwungen sind. Die persönliche Beziehung zwischen Ärzten, selbst zwischen Krankenschwestern oder Pflegern, scheint ja abzunehmen unter dieser Ökonomisierung oder Kommerzialisierung der Gesundheitsdienste.
Und das Letzte zu dieser ersten Frage. Gesundheitsleistungen sollen dann intern nach betriebswirtschaftlichen Kalkulationen durchgeführt werden. Ich hatte eben schon gesagt, wer als wertschöpfend gilt und wer nicht. Und es geht darum, den Profit zu erhöhen und die Kosten zu senken. Und die Kosten werden gesenkt durch Personalabbau, durch Leistungssteigerung, durch Arbeitsverdichtung, durch Lohnkürzung und durch unbezahlte Mehrarbeit, genauso wie das in der Industrie der Fall ist. Der Steigerung der Produktivität in die Qualitätssicherung, da man natürlich das Ergebnis schlecht messen kann, weil ja da die Kooperation auch des Patienten erforderlich ist und da auch der Prozess schwer zu messen ist, weil ja da auch die Kompetenz und das Engagement der Dienstleistenden, also diese Dienste Leistenden, gemessen werden müsste, was auch schwierig ist, weil es da um die persönliche Zuwendung auch geht, die den Heilungsprozess befördert, misst man die Struktur. Also wo ist der Feuerlöscher und wie viel Quadratmeter wird für den Gebetsraum oder für den Andachtsraum zugelassen und wo kann man das Toilettenpapier holen, wenn irgendwo was fehlt. Strukturqualität. Also das Ganze ist natürlich, würde ich sagen, mehr oder weniger kabarettreif, die ganze Qualitätssicherung. Aber gut, man steht unter diesem Druck, dass das Ganze ökonomisch und kommerziell funktionieren muss. So, das wäre die erste Frage. Die zweite Frage, was heißt schon gerechter Lohn? Verdient Mann oder verdient Frau, was sie verdienen? Natürlich nie. Weil die Ansprüche und das, was nachher unter Druck dann auch zustande kommt, immer auseinanderklaffen. Die Theorie der Lohnfindung unterscheidet einen bedarfsgerechten Lohn. Es soll jeder in der katholischen Soziallehre und auch in der christlichen Tradition war das so üblich, dass ein Mann so viel verdient, dass er damit eine Familie, also Frau und Kinder, ernähren kann und sich auch. Das klingt ja an sich gar nicht schlecht. Heute heißt das, der Mindestlohn muss so hoch sein, dass man davon leben kann. Mann, also oder Frau, Einzelne. Aber das ist natürlich auch der Haken in diesem bedarfsgerechten Lohn, dass da von der Tradition her immer dieses Einernährermodell und die Hausfrauenehe mitklingelt. Nicht? Also ein Mann muss so viel verdienen, dass er eine Frau und Kinder ernähren kann. Das werden die Unternehmer nicht zulassen, weil die sagen, also Familienpolitik ist nicht unser Bier, das soll der Staat machen. Also die Unternehmer hängen dem Leistungslohn an. Der Leistungslohn ist natürlich auch eine große Legende. Er wird also marktwirtschaftlich immer so definiert, dass ein Unternehmer einen Arbeitnehmer nur dann einstellt, wenn dessen Arbeitsleistung, also dessen Wert der Arbeitsleistung höher ist als das, was er kostet. Das kann man jetzt auf eine Stunde umrechnen, dann hat man den Stundenlohn. Das ist der sogenannte Leistungslohn. Aber wie will man in einem arbeitsteiligen Betrieb die Leistung eines Individuums, eines Einzelnen messen? Das geht nicht. Das können auch die Techniker nicht. Und am Ende ist das eine Frage der Beliebigkeit oder überwiegend eine Frage der Macht. Dass natürlich die Reinigungskraft nicht definiert, wie stark der Lohnunterschied zwischen ihr und dem Vorstandsvorsitzenden ist, sondern dass es eher umgekehrt verläuft. Also auch der Leistungslohn ist eigentlich entweder beliebig, das sehen Sie ja auch an diesen Lohnunterschieden, an dem Lohnabstand, oder es ist eine Frage der Macht. In jedem Fall, wenn Einzelne jetzt das aushandeln würden, wäre es schon ein ungleicher Vertrag, weil der Arbeitgeber ja immer in einer besseren Position ist, als derjenige, der jetzt als seine Arbeitskraft zur Verfügung stellen muss und nicht lange warten kann. Die Sachverständigen haben einen volkswirtschaftlich orientierten Lohn gefunden. Das ist derjenige, der gesamtwirtschaftlich der Produktivitätsentwicklung entspricht, der nicht darüber hinausgeht. Das gäbe Inflation und wenn er drunter bleibt, gibt es Depression. Nun haben wir natürlich in den letzten 10 Jahren durchschnittlich eigentlich immer Unterproduktivitätslöhne insgesamt in der Gesamtwirtschaft erzielt, sodass also auch in Deutschland auf der einen Seite das Lohnniveau nicht mitgewachsen ist zum Wachstum des Bruttosozialprodukts und natürlich dann auch in Europa diese Ungleichgewichte geschaffen hat, dass Deutschland mehr exportiert als importiert und die anderen eher umgekehrt. Dieser Lohn
den also die Sachverständigen gesamtwirtschaftlich betrachten, das ist natürlich nicht der leistungsgerechte Lohn, sondern das ist einfach der Lohn, der durch die Tarifautonomie geregelt wird. Und das ist nochmal wieder was anderes. Da geht es wirklich um Macht. Welche Macht haben die Arbeitgeberverbände? Welche Macht haben die Gewerkschaften? Und das Resultat der vergangenen 10, 15, ja, kann fast sagen 20 Jahre ist, dass die auch durch öffentliche Meinung und auch durch politischen Druck mehr und mehr geschwächten Gewerkschaften gar nicht mehr diesen Maßstab haben erreichen können, dass also der Produktivitätsentwicklung jetzt auch die Lohnentwicklung folgt. Ein verteilungsgerechter Lohn, das wäre die letzte Stufe, wäre, dass all die Ressourcen, die an der Wertschöpfung eines Unternehmens, das gilt natürlich auch für den öffentlichen Dienst, beteiligt sind, und das sind ja nicht nur die Kapitaleigner, sondern das sind ja zumindest mal auch die Arbeitskräfte, die Belegschaften, das sind aber darüber hinaus auch nochmal die gesamten öffentlichen Vorleistungen, die erbracht werden, damit im Unternehmen auch produktiv gearbeitet werden kann. Die gesamte Infrastruktur, Bildung, Gesundheit, unbezahlte Arbeit derer, die praktisch nicht erwerbstätig sind, also überwiegend der Frauen. Das gehört ja auch zu dem, was im Unternehmen nachher als Wertschöpfung entsteht. Wird in der Regel gar nicht bezahlt oder ja über irgendwelche abgeleitete Versicherungen natürlich ein bisschen wird da so ein Entgelt auch zugestanden. Also das Elterngeld ist ja praktisch der Versuch, das, was die Unternehmer profitieren durch die Elternarbeit oder die unbezahlte Hausarbeit, jetzt irgendwo umzusetzen und durch Umlagen über den Staat dann denen zugänglich zu machen, die diese Arbeit leisten. Und das vierte ist die Natur, das Naturvermögen, was bisher überwiegend auch gar nicht berechnet wurde, gar nicht kalkuliert wurde. Auch diese Ressource gehört eigentlich zu dem, was am Ende die Wertschöpfung ausmacht. Und jetzt müsste die Wertschöpfung eigentlich fair verteilt werden auf diese vier Ressourcen, was aber nicht geschieht. Denn wenn das Unternehmen den Kapitaleignern gehört, ist ja klar, dass die den größeren Teil abschöpfen. Das wird auch als zu Recht angesehen. Und wenn dann also noch in der öffentlichen Meinung, wenn das gelingt, dass in der öffentlichen Meinung gesagt wird, der Markt ist besser als der Staat, wozu braucht der Staat dann noch Einnahmen? Also insofern ist die Verarmung der öffentlichen Haushalte natürlich auch nochmal, das werde ich gleich nochmal sagen, nochmal ein Grund, weshalb einfach kein Geld da ist für die Frauenberufe im öffentlichen Dienst. Also insofern ist es nicht eine Frage nur, Sie haben drei genannt, Familie, Region und, was war das dritte, Personalmanagement. Das sind alles, würde ich mal sagen, überzogen gesagt, alles mikroperspektivische Ansatzpunkte. Die grundlegende Verteilungsfrage zwischen privater Kapitalmacht und der demokratisch legitimierten Staatsmacht ist ja im Grunde die Finanzkrise jetzt und die Schuldenkrise. Das trifft auch hier zu und deshalb muss der Staat sich eine ganz andere Position verschaffen, um überhaupt in diesem Bereich, wo es seine Sachen anstehen, entsprechende Ressourcen auch zu haben. So, das so nebenher. Die dritte Frage war, wer oder was verursacht den Lohnabstand? Da wiederhole ich wahrscheinlich auch einige Dinge, die völlig bekannt sind. Ich habe 8 Gründe. Erstens, nach dem wer oder was. Das erste ist die Verhandlungsmacht. Die deutsche Wirtschaft ist nach Sektoren gegliedert und die abhängig Beschäftigten auch. Und diese Selbst- und Fremddeutung, Herr Fischer, die Sie eben angesprochen haben, diese Deutung, das ist ja ein gesellschaftliches Deutungsmuster. Das kann man weder dem Staat noch irgendeinem einzelnen Unternehmen anlasten. Diese Deutung der Kompetenzen, die ja auf der einen Seite die Männer und auf der anderen Seite die Frauen haben. Und es kann sein, dass die Frauen eine andere Deutung, Selbstdeutung haben als die Männer. Aber die beherrschende Deutung ist die der Männer. Und das ist die Fremddeutung, der die Frauen unterworfen sind und auch die Öffentlichkeit unterworfen ist. Die ursprünglich gewerkschaftlich stark organisierten Bauarbeiter, Drucker, Setzer, Bergleute, Metall- und Chemiearbeiter, die haben es erreicht, dass ihre industrie- und exportorientierte Arbeit und ihre Kompetenzen, die dazu brauchen, hoch bewertet werden. Aber das ist eine Machtfrage. Natürlich, es geht um Deutungsmuster. Aber Deutungsmuster sind genauso Sachfragen, sind genauso Machtfragen wie am Ende das, was gezahlt wird. Das ist der erste Grund. Diese Deutungshoheit der männlichen Industriegesellschaft. Zweitens,
die Industrie arbeiten, welche die Männer den Frauen überlassen haben. Ist ja nicht so, dass Frauen nur in Gesundheitsberufen sind, sondern auch als Textilarbeiterinnen in der Elektroindustrie. Da sind sie ja schnell eingesetzt worden, als nicht mehr verdrahtet werden musste, sondern also mit feinem Stift Kanäle gezogen werden müssen, die elektromagnetisch funktionieren. Und da hieß es ja, die Frauen, das können die Frauen besser, weil sie fingerfertiger sind. Aber Muskelkraft wird hoch bewertet, also Kohle aus der Erde zu buddeln oder Stahl zu kochen, wird hoch bewertet, weil es Männer machen. Und selbst wenn Männer Arbeiten delegieren jetzt an Frauen, dann werden sie, weil es Frauen machen, geringer bewertet. Oder man findet Gründe, dass früher waren das ja die Frauenlohngruppen, dann waren es die Niedriglohngruppen und dann sind es die Lohnunterschiede, dass sie einfach sagen, Muskelkraft zählt doppelt oder dreifach, feinnervige oder filigrane Arbeit ist halt nicht so viel wert, weil man keine Muskelkraft dafür einsetzen muss. Also von da aus wird also selbst in der Industrie den Frauen eine Arbeit zugemutet oder überlassen, die sofort auch dann im Wert sinkt. Drittens, die deutsche Wirtschaft ist extrem industrie- und exportlastig. Darauf sind alle stolz. Deshalb wird auch nicht diskutiert darüber, dass diese Industrie- und Exportlastigkeit in anderen Ländern Probleme auslöst durch die hohen Exporte und Leistungsbilanzüberschüsse. Diese Branchen genießen natürlich auch in der Öffentlichkeit und vor allen Dingen auch in der politischen Wertschätzung eine besondere Aufmerksamkeit. Es gibt keine Industrie, die so subventioniert ist wie die Autoindustrie. Der öffentliche Dienst ist derjenige, der Schrittmacher ist und sein könnte für Frauenarbeit und auch für die niedrige Entlohnung. Wenn zum Beispiel die Chemiearbeiter über 4% Lohnerhöhung im Jahr durchsetzen und der öffentliche Dienst, überwiegend Frauen und Gesundheitsdienst, gerade bei 1-2% bleibt, ja, dann ist in erster Linie der öffentliche Sektor gefragt, das heißt, der Staat ist gefragt. Also diese Schuldenbremsen, Spardiktate des schlanken Staates treffen in erster Linie unter anderem den Gesundheitsbereich und treffen in erster Linie die Lohnfindung bei den Frauen. Fünftens, die Kombination, die den Frauen weiterhin, da hilft alle Karrierebemühungen oder alle dieses Abwerbenbemühen der Industrie gar nichts. Die Kombination von bezahlter Erwerbsarbeit und unbezahlter Hausarbeit, Kinderbetreuung, Altenpflege oder Pflegearbeit wird weiterhin den Frauen aufgeladen. Also es denkt ja und es redet ja auch keiner davon, dass die unbezahlte Hausarbeit, Kinderbetreuung und Pflege einen viel größere Zeit in Anspruch nimmt als die Erwerbstätigkeit. Das heißt, wir konzentrieren in allem Denken uns immer nur auf die Erwerbsarbeit. Wie können die Unternehmen die hochqualifizierten Frauen in die Erwerbsarbeit reinholen? Und dann ist eigentlich schon Schluss. Und dann kommt natürlich das Zweite, wenn sie in der Erwerbsarbeit drin sind, brauchen wir eine Kinderbetreuung. Aber das jetzt in dem Ausmaß, wie Frauen in die Erwerbsarbeit rein können, dieser gesamte Sektor der unbezahlten Hausarbeit, Kinderbetreuung und also der unbezahlten privaten Hausarbeit und Kinderbetreuung und Altenpflege gar nicht zur Diskussion steht. Da müssten die Männer rein. Aber das hört man nirgendwo. Dass in dem Ausmaß, wie die Doppelbelastung der Frauen gemindert werden soll, überhaupt die Männer auch unter der Doppelbelastung stehen müssten, nämlich auf der einen Seite als Väter für die Familienarbeit zuständig zu sein und gleichzeitig auch für die Erwerbsarbeit. Also ich denke, diese Frage, dass wir nicht einfach nur von Erwerbsarbeit reden, sondern von der gesellschaftlich notwendigen Arbeit. Und die wird überwiegend, das ist ja das Interessante eigentlich, was alle Statistiken auch zeigen, überwiegend im Nichterwerbsbereich geleistet. Und die muss Thema werden. Also jedenfalls, wenn wir über Arbeit, über Frauenarbeit, über Männerarbeit, über Entlastung, über Kombination von, Balance of Life, Work-Life-Balance reden, dann muss diese Life-Balance
sowohl für Männer als auch für Frauen, in die Überlegung eintreten. Nun, sechstens, die deutschen Gewerkschaften haben es geschafft, innerhalb ihrer Betriebe, innerhalb ihrer Industrien, Chemie, Metall, Bau, eine Solidarität herzustellen zwischen den Starken, den oberen Lohngruppen und den unteren Lohngruppen. Das wird zwar im Augenblick auch sehr mühsam nur noch funktionieren, weil also auch selbst der Verdi-Gewerkschaft es nicht gelungen ist, was eigentlich immer bei der ÖTV üblich war, die Sockelung. Diesmal haben sie auf die Sockelung verzichtet. Das heißt aber auch, dass diese Solidarität auch da brüchig wird. Aber grundsätzlich kann man sagen, sie kriegen das halbwegs hin, den Lohnabstand von unten nach oben oder von oben nach unten halbwegs noch in Grenzen zu halten. Was sie nicht können, was sie nicht wollen, branchenübergreifend Solidarität üben. Wenn ich also Chemiearbeitern oder auch den Metallern mal sage, warum geht ihr nicht auf die Straße, wenn Verdi streikt oder wenn die Krankenschwestern oder die Erzieherinnen auf der Straße stehen? Da rollen die alle die Augen und wissen gar nicht, wovon ich rede. Also branchenübergreifende Solidarität, wahrscheinlich auch eine europäische Solidarität der Gewerkschaften, das ist noch Zukunftsmusik. Siebtens, die Kirchen. Die Kirchen sind mit dafür verantwortlich, dass dieser Equal Pay Day soweit bisher jedenfalls nach hinten gerutscht ist. Warum? Weil sie einfach eine solidarische Organisation ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht zulassen. Alles läuft über Betriebsräte. Stellen Sie vor, Sie würden, oder man soll sich mal vorstellen, dass die gesamte Tarifpolitik in Deutschland über Betriebsräte laufen würde. Das ist die Mitarbeitervertretung und das sind die Kommissionen, in denen also Mitarbeitervertreter sind. Und dann ist das nochmal regional aufgeteilt und wird auch dann wieder auf die Regionalgruppen abgeladen. Es werden nur Rahmentarife gesetzt oder Rahmenkommissionsvereinbarungen gesetzt und das andere wird dann auf verschiedene Regionen aufgeteilt. Also das muss man den Kirchen vorwerfen. Die geringe Verhandlungsmacht der Gewerkschaften und auch gerade derjenigen im Gesundheitsbereich, wo die Kirchen also eine dominante Stellung haben, ist den Kirchen also anzulasten. Das, das vertuscht man irgendwie oder man wagt es denn nicht zu sagen. Leider ist auch jetzt eine Vertreterin eines größten kirchlichen Krankenhauskonzerns nicht dabei, aber das muss man ihnen mal sagen, dass sie mit für die schwache Position in der Verhandlungsmacht, gerade auch der Frauenberufe, eine Last tragen. So, und das Letzte. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gesundheitsbereich oder auch in dem Bereich personennahe Dienste sind extrem erpressbar, ausbeutbar, weil das ist ja nicht schön, dass sie ihr Erwerbsinteresse entweder kombinieren mit einem Wunsch, eine Arbeit zu leisten, wo sie persönlich engagiert sind und wo auch andere Menschen in einer Kommunikation eine Rolle spielen und auch also eben wirklich in einem Dienst, den man Menschen tut. Aber das gilt für Ärztinnen, das gilt für Erzieherinnen und das gilt für Krankenschwestern. Immer wieder hört man, ja, ich kann doch nicht meinem Kollegen die Arbeit da liegen lassen und nach Hause gehen. Oder ich kann doch nicht den Kranken oder den Behinderten oder den Jugendlichen praktisch sich selbst überlassen. Also die Rechte, die man hat, sich selbst zu schonen, also nicht das, ja, das Recht, sich an sich selbst zu denken und das eigene Interesse zu vertreten, das wird in der Regel zurückgestellt gegenüber diesen sogenannten altruistischen Motiven. Das kann auch noch religiös überhöht werden, noch aufgeladen sein mit allem Möglichen. Aber es ist natürlich ein Ungleichgewicht, was am Ende zu Lasten derer, die jetzt gleichsam in dieses Ungleichgewicht in sich aufbauen, geht. Also Nächstenliebe nur in dem Maß der Selbstliebe. Das ist die goldene Regel. Alles andere ist unmenschlich und ist auch moralisch anfechtbar. So, das waren mal so acht Gründe, warum dieser Lohnabstand so hartnäckig ist. Meiner Meinung nach, weil wenn er nicht durch politische Gegenmacht abgebaut wird, es auch kaum eine Chance gibt,
ihn zu überwinden. Aber politische Gegenmacht heißt natürlich jetzt nicht nur Regierungsmacht oder Gewerkschaftsmacht, sondern heißt natürlich auch Macht ziviler Bewegungen. Und da, das ist ja jetzt erstmal Ihre Position. Aber die anderen Dinge sind auch wichtig. Gut, dass Sie einen Regierungssprecher hier haben, einen Regierungssprecher, jedenfalls von der Regierung anhaben, der da auch das Anliegen als Staat sieht, dass der Staat da gefordert ist. Und die Gewerkschaften erstmal recht. Schönen Dank.